Wir haben Sonntag, den 24. September und ich esse seit 24 Tagen nur Döner. Ich begrüße euch in dem Video zu dem vierten und letzten Teil des Dönertons. Meiner Dönerreihe, wo ich einen Monat nur Döner esse. In diesem Video werdet ihr mich natürlich sehen, wie ich einige davon noch verdrücke, wie es mir in der letzten Woche ergeht, wie viel ich zu oder abgenommen habe, wie meine Blutwerte aussehen und noch vieles mehr. Aber zuallererst würde ich sagen, beiße ich in diesen Döner rein, den ich mir gestern geholt habe und der die Nacht im Kühlschrank verbracht hat. Ich glaube, der war am ersten Tag leckerer. So Döner zum Frühstück, besonders wenn man sich den im Kühlschrank lässt, ist halt wirklich nicht das Allergeilste. Aber wir ziehen natürlich bis zum Ende durch. Wie die vorherigen drei Wochen auch. Ich esse so eine Teigtasche, die sich Döner nennt. Und kurz darauf schiebt der krasseste Durst aller Zeiten rein. Man kippt wirklich literweise Wasser nach, um diesem vielen Salz irgendwie gerecht zu werden. Zum Abendessen habe ich mir von Django's, auch einen ziemlich guten Dönerladen hier in München, zwei Sachen noch mitgenommen. Einmal, wie man unschwer erkennen kann, ein Dürüm und nochmal einen normalen Döner. Ich hatte zu Beginn dieses Selbstexperiments die Grenzen gesteckt, dass ich auch einen Dönerteller essen darf. Da ist mir jetzt aufgefallen, dass ich den eigentlich so gut wie gar nicht mehr gegessen habe, nur in der ersten Woche. Ich habe irgendwie auch gar keinen großen Bock da drauf, ich weiß nicht. Ich habe aber auch jetzt nicht mehr wirklich Bock auf diese Döner. Also ich freue mich schon echt wieder auf normales Essen. Vor allen Dingen geht mir einfach Obst richtig ab. Hier war ich aber noch kein einziges Mal während dem Experiment. Die Münchner kennen den Laden. Boah, auch ein sehr geiler Döner, muss ich sagen. Wir haben hier halt viel so frisches Gemüse drauf, einen selbstgesteckten Spieß, gutes Brot. Es ist unglaublich, wie einfach eine Mahlzeit von Dönerbude zu Dönerbude ganz anders schmeckt. Es ist immer wieder heftig. Ich glaube, der kostet aber auch 8 Euro, ist also echt ganz schön teuer. Damit geht es für mich jetzt auf zu einem Hotel, da übernachte ich und morgen reise ich nach Hamburg zum Presseevent meines Boxkampfes, an dem ich teilnehme, am 25.11. gegen Breitenberg. Mal schauen, ob ich eine gute Form neben ihm mache, wenn ich einen Monat nur Döner gegessen habe. Und das, was ihr hier seht, ist der wahrscheinlich ehrenloseste Döner des Monats. Um 5.47 Uhr war ich am Flughafen und habe einen Dürüm, den ich mir, wie ihr gerade eben gesehen habt, am Vorabend geholt habe, auf einen nüchternen Magen reingeprügelt, dass ich überhaupt was im Bauch habe. Und so schnell bin ich dann auch schon in Hamburg, Leute. Und ich stehe sogar schon vor der ersten Dönerbude. Ich habe noch ein 1,5-stündiges Workout gerade eben gemacht. Und jetzt bin ich hier bei Hamza Kebab. Der Laden hat ca. 1000 Bewertungen und soll relativ stabil sein. Und ich möchte natürlich bei dem Video auch mal noch einen Döner aus einer anderen Stadt probieren als München. Was hier schon krass ist, die haben Avocado-Soße. Die habe ich mir jetzt in Kombination mit Joghurtsoße bestellt. Die Spieße schauen so aus, es gibt Kalb und Hähnchen. Also schaut euch mal den Kollegen hier an, der ist auf jeden Fall reichlich belegt und öffnet quasi seine Brötchenschenkel für mich. Moment mal, warum ist das dein Kollege? Das Brot haben die jetzt in dem Fall so richtig, richtig dünn gemacht. Und obwohl wir ja in der ersten Folge den Döner einmal getrackt haben und der über 1100 Kalorien hatte, wird es mir jetzt hier wiederum schwerfallen, den zu schätzen. Weil das Brot ein bisschen dünner ist, hier ist viel mehr Soße drauf, aber wahrscheinlich hat der auch an die 1000 Kalorien wieder. Wie soll ich denn den jetzt essen? Wenn da irgendjemand übrigens draußen ist von euch, der so ein Ding mit Gabel isst. Merkst du selber, ne? Also Avocado hat ja keinen großen Eigengeschmack. De facto schmeckt man da jetzt auch nichts raus und man schmeckt sowas ganz leicht Limettiges. Und ich glaube, das ist die Avocado-Creme, die ja leicht durchkommt. Das ist aber jetzt nichts Besonderes im Geschmack. Als ich vorhin nach dem Döner in der Umgebung geschaut habe, ist mir auch schon ein bisschen schlecht geworden. Und ich glaube wirklich so langsam jetzt in der letzten Woche kommt der Zeitpunkt, wo ich Döner nicht mehr sehen kann. Vor allen Dingen heute früh um 5 Uhr irgendwas, so Zwiebeln und einen kalten Döner reinhauen, das ist schon echt hart. Der Döner wurde verdrückt und meine Stimme ist mittlerweile schon weg, weil ich geschrien habe wie nochmal was. So in etwa wie Breitenberg schreien wird, wenn ich ihn am 25.11. K.O. schlage. Denn da werden wir bei The Great Fight Night 2.0 boxen. Boah, jetzt kam gerade der Döner wieder hoch. Hier seht ihr meinen Boxgegner, gegen den ich antreten werde. Link zu den Tickets packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Und der Host des Abends... Moment mal, was war das gerade, wie Trimax da geguckt hat? Entweder wollte er mich da gerade küssen oder umarmen. Servus. Witt. Trimax. Ey, ich hab so Bock auf euren Kampf auch, ne? Das wird richtig scheppern, Digga. Das wird krass. Ey, wie ihr euch da gerade schon Regen gegenseitig angeschrien habt. Sehr geil, sehr geil. Deswegen habe ich auch keine Stimme mehr, aber wir werden alles geben. Und mit dir als Host und sowas ist ein 7 Kämpfer an dem Abend. Ich hau euch mal alle hier rein, da seht ihr alle Kämpfe. Also Link in der Videobeschreibung, Block 24 mit der Block, wo von meiner Community die meisten am Start sein werden. Ich zähle auf euch. Ah, geil, sehr cool. Was glaubst du, wer gewinnt? Breitenberg gleich? Boah, du bist viel fitter als Breitenberg. Ich schau vielleicht nur fitter aus, kann auch sein. Ja, doch, der ist schon nicht so fit gewesen, aber zieht das natürlich Training krass durch und er war halt mal richtig fit. Aber es ist auch schon wieder irgendwie 11 Jahre her oder so. Man weiß es nicht, ne? Aber der will auch auf gar keinen Fall. Der hat ja gesagt, er will hier nur mitmachen, wenn er eine Challenge hat. Ja. Er will als Underdog reingehen, er will einen unglaublich schweren Gegner bekommen, hat er bekommen. Deswegen, ich glaube, du hast einen kleinen Vorteil, aber wäre auch geil, wenn das ein richtig geiler Kampf auf Augenhöhe wird. Wie das Ganze ausgehen wird, werden wir am 25.11. in Düsseldorf erfahren. An dem Tag war ich noch weiterhin auf dem kompletten Shooting und am Abend ging es dann für mich auch zurück nach München, wo ich mir natürlich dann die nächsten Tage wieder bei schönem Sonnenschein den einen oder anderen Döner reingezwiebelt habe.
Und eine Sache, die ich in den letzten Videos gar nicht so gesagt habe, ist, wie krass eigentlich mein Verlangen nach Süßkram war. Ähnlich wie in einer Diät, wo man auf Süßigkeiten verzichten muss. Irgendwann war es sogar so hart, dass ich kaum zwischen süßen Hunden und Süßigkeiten unterschätzen konnte und fast in diese knuddeligen Vierbeiner reingebissen hätte. Doch am Ende habe ich mich auch da zusammengerissen und es gab dann einen Döner. Also man kann es sich kaum ausdenken, aber wir haben halt mittlerweile den 27. Tag, wo ich einfach nur Döner esse, Tag und Nacht, egal in welcher Uhrzeit. Und meine erste Mahlzeit, die ich vorhin vor ein paar Stunden begonnen habe, kriege ich einfach nicht runter. Wir haben hier einen Dönerteller einfach nur mit Reis und dem Hähnchenfleisch drin. Diese Woche ist anders als alle drei Wochen davor. Diese Woche schon nur bei dem Gedanken an Döner einfach schlecht. Ich stoche hier drin eigentlich nur rum und habe auch überhaupt keinen Bock, das zu essen. Vielleicht ist es, also es ist einfach dieses dauerhaft salzige, übertrieben gewürzte. Ihr seht es in der Nahaufnahme, da sind Gewürze ohne Ende drin. Das ist bei jedem Fleisch so. Er hat einfach Bock auf Fleisch, ohne Gewürze, ohne irgendwas. Noch dazu komme ich mit dem Trinken kaum hinterher. Und die Woche ist von allen Wochen bisher die härteste. Viele von euch wollen natürlich den Vergleich wissen, ist dieser Monat schlimmer als der Monat mit dem McDonald's-Experiment? Also ein Monat Döner essen schlimmer als McDonald's. Und ich würde sagen, von den vier Wochen bisher waren die ersten drei Wochen nicht mal ansatzweise so schlimm wie nur McDonald's essen. Diese Woche ist aber fast gleich wie letztes Jahr, wobei ich sagen würde, da war es noch ein bisschen schlimmer, weil da ging es mir mental einfach schlechter. Von dem Essen hier werde ich zumindest satt. Und bei den McDonald's-Fraß war es halt so, du haust dir das rein und alles und dann hast du kurz danach wieder Hunger, bist so unbefriedigt irgendwie, denn dein Körper hat einfach Bock auf diesen Zucker die ganze Zeit, aber es ist so unbefriedigend und hier habe ich zwar Bock auf Zucker, ich esse ihn aber nicht und habe halt einfach nur Salz die ganze Zeit. Naja. Wenn ich den Tag heute geschafft habe, habe ich noch drei Tage, dann habe ich einen Monat wie ein Gestörter nur Döner gegessen. Selbstverständlich esse ich Tag für Tag nur Döner. Und in Teil 1 des Experiments habe ich mir die Mühe gemacht, so einen Döner bis auf jede einzelne Zutat komplett zu zerlegen. Deswegen bin ich mit den gesammelten Daten zu einem Arzt gegangen, um von dem mal eine Einschätzung zu bekommen, ob dort jetzt eigentlich ausreichend Vitamine und Co. drin sind. Das fertige Gesundheitsergebnis sehen wir dann am Ende des Videos. Ja, also wie gerade eben schon ganz kurz im Vorgespräch gesagt, ist das natürlich jetzt keine Vitaminbombe. Wenn man sich zum Beispiel Eisen anschaut, sehen wir ja jetzt hier so um die 1 bis 2 Milligramm Eisen zum Beispiel, was jetzt tatsächlich ja ehrlicherweise nicht so viel ist. Vitamin C 23 Milligramm. Das ist jetzt nichts. Also ich brauche 1000 und ich bekomme mit einem Döner 23. Ja, also tatsächlich nicht so viel. Da müsstest du schon sehr viele Döner essen. Ein Döner hat ja so um die 130 Gramm Gemüse. Aber wenn man sich das Ganze dann anschaut in der Bevölkerung in Deutschland, also es gibt so nationale Verzehrstudien, wo man einfach schaut, welche Menschen essen wie viel von was. Und da sieht man, dass der Durchschnittsbürger um die 130 Gramm Gemüse am Tag isst. Also du hast in einem Döner eigentlich so viel Gemüse drin, wie der Durchschnittsbürger isst. Das ist krass, hätte ich nicht gedacht. Aber trotzdem ist es so, dass du quasi alles begrenzt auf ein kleines Fenster von Nährstoffen, aufgrund, dass die Gemüseauswahl einfach begrenzt ist. Aber wenn ich mir so das Profil hier anschaue, was ich selber jetzt auch einfach spannend finde, bin ich so ein bisschen geflasht, dass es 1140 Kalorien hat, weil so ein Döner ja schon recht klein ist tatsächlich. Ja. Aber wie gesagt, von Mikronährstoffen, Makronährstoffen geht es auf jeden Fall schlechter. Wenn der Tag heute geschafft ist, habe ich noch zwei Tage vor mir, also Freitag und Samstag. Morgen wird mir das Blut abgenommen und ich muss echt sagen, ich komme gerade vom Boxtraining, ich habe ja jeden Tag durchgezogen, die ganze Zeit. Ich mache aktuell gar keinen Kraftsport mehr, sondern nur noch Boxtraining. Ich kann es auch ganz offen sagen, Breitenberg, wenn du das siehst, dann weißt du es jetzt. Aktuell trainiere ich 6-mal die Woche. Dass ihr das auch fürs Experiment wisst, also ich mache so gut wie jeden Tag Sport und zwar bis ans Limit. Das heißt, meine ganzen Blutwerte werden bei den meisten Leuten wahrscheinlich viel, viel, viel schlechter, weil ich halt auch einiges verstoffwechsle. Aber heute habe ich so sehr auf die Fresse bekommen, dass mir ein bisschen schlecht ist. Ich habe fast das Gefühl, ich habe eine leichte Gehirnerschütterung. Und auf diesen Döner habe ich jetzt gar nicht mal so Bock. Ich weiß mal, wie viel der Döner das ist. Und ihr werdet in dem Video auch erfahren, wie viel ich gegessen habe und wie viel mich das Ganze gekostet hat. Es war nicht günstig und teurer, als ich gedacht hätte. Das hört sich vielleicht komisch an, aber ich fühle mich gar nicht so wie in einem Selbstexperiment, sondern eher wie in einer Diät. Die Döner. Ich mache mir schon die ganze Zeit in meinem Kopf aus, was ich als nächstes esse, wenn das Experiment vorbei ist. Und was ich mir alles Schönes gönnen möchte, worauf ich einen Monat verzichten musste. Ich lasse mir das Ding schmecken. Und morgen wird Blut abgenommen. Wir haben den vorletzten Tag des Selbstexperiments, den 29. September und es gibt eine unerwartete Wendung. Heute wurde mir mein Blut abgenommen und ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Frankfurt. Denn mein lieber Kumpel der Holle hat gestern ein Video hochgeladen mit dem angeblich besten Döner Deutschlands. Und was wäre dieses Experiment? Warte, ich muss hier kurz abbeißen. So komisch, irgendwie so ein bisschen schmeckt's noch, aber irgendwie auch nicht mehr. Da ist ein Stück Döner in die Ritze reingefallen, in die eine Ritze, ihr wisst, welche ich meine. Was wäre dieses Experiment, wenn wir diesen Döner nicht testen würden? Ich entschuldige mich
mich sowieso an der Stelle, dass ich nicht super viel in Deutschland rumgefahren bin oder so. Ich musste heute ein Boxtraining dafür skippen, dass ich erst nach Frankfurt fahren kann. Und ich habe halt so diesen Zwiespalt zwischen 6-mal die Woche trainieren, wo ich halt in München sein muss und gleichzeitig halt irgendwie so Döner abchecken. Und ich muss ja auch einigermaßen regeneriert sein. Naja, ich sitze auf jeden Fall im Auto und in 5 Stunden werde ich in Frankfurt sein. Und dann testen wir dort den besten Döner Deutschlands und vielleicht noch einen weiteren, der auch einer der besten sein soll. Die letzten Tage und Stunden des Dönertons werden somit eingeleitet. Auf euch, auf den Döner, auf die deutsch-türkische Freundschaft und die Kulinarik. Guten Appetit. 6 Stunden Autofahrt habe ich für den folgenden Döner auf mich genommen. Es ging in die Nähe Frankfurts. Und nur einen Tag zuvor wurde diese Dönerbude zur besten Dönerbude Deutschlands von Holle gekürt. Dabei dürfen nicht vergessen, dass auch in Holles Wertung Ferhat, der Döner, wo ich letzte Woche immer noch war, besser abschneidet als folgender. Aber auch hier wird das Fleisch am offenen Feuer gegrillt. Und der Spieß selbstverständlich ohne Gewürze oder ähnliches selbst gesteckt. Ich bediene mich mal kurz an Holles Aufnahmen. Denn auch folgender Döner hat wirklich einen richtig stabilen Spieß und wird natürlich mit super frischen Zutaten belegt, wie zum Beispiel frischen Salat und Zitrone. Doch ist dieser Döner nun 2 Stunden Wartezeit und eine solch lange Anreise wert? Also Leute, nach 5,5 Stunden Fahrt und nochmal 2 Stunden warten bin ich angekommen und ich habe mir eigentlich alle 3 Döner-Variationen bestellt, die man sich bestellen kann. Hier kommt noch ein normaler Döner, hier haben wir einmal den Dürüm und hier den Döner-Teller. Der kostet 15 Euro. Ist gar nicht mal so groß, um ehrlich zu sein. Aber die Pommes schauen unnormal geil aus und so richtig selbst geschnitten. Jetzt fangen wir mal zuerst mit dem Fleisch an. Das ist ja das, was hier eigentlich so das Wichtigste ist und das Allergeilste. Wenn ihr hier seht, so schon mal auffällt, ist, dass es halt gar nicht rosa ist. Es ist auch eine Menge los. Gestern ging das Video von Holle online und dementsprechend versuchen wir gerade einfach nur schnell das ganze Fleisch rauszuknallen. Und haben die Hitze ziemlich hoch, aber vielleicht schmeckt sie auch so ziemlich geil. Wow. Ich vergleiche natürlich jetzt in meinem Kopf automatisch mit Ferhat, wo ich vor einer Woche war. Ganz anders. Ich würde sagen, hier ist es weicheres Fleisch und bei Ferhat ist es ein bisschen härter. Da ist es mehr steakmäßig und hier ist es eher, zerfällt ein bisschen mehr im Mund. Hat auch ein bisschen mehr so diesen tierischen Geschmack. Die Pommes dazu sehr geil. Hier haben wir ordentlich Gemüse, saure Gurken, noch ein bisschen Zwiebeln und auch einen köstlichen Ayran. Jetzt beißen wir einfach mal hier in den Dürüm rein, wo keine Soße drin ist. Ich muss schon sagen, hier ist so viel los, die Jungs haben so einen Stress und es schmeckt echt brutal. Schmeckt wirklich gut. Diesen Bissen muss ich gerade gleich teilen. Hier den unteren Teil, das Brot reingefaltet, das ganze Fleisch hier drin, das Fett tropft richtig raus. Ein bisschen Gemüse auch, perfektes Verhältnis. Ein ganz kleines bisschen was hiervon und dann einfach zwei salzige Pommes drin, aber nicht diese räudigen wie in der Türkei, sondern ein bisschen geilere selbstgemachte. Das ist sehr geil. Und hier haben wir jetzt quasi das Döner-Sandwich. Der Grund, wieso viele von euch hierher kommen. Ein relativ dünnes Brot, sage ich mal, das auch schön weich ist. Hier drin etwas Gemüse, einen kleinen Klecks Joghurtsoße habe ich drauf gemacht. Und da drin befindet sich das Fleisch, welches direkt von hier nebenan vom Holzkohlegrill hier drauf befördert wird. Und hier sitzen wir mit einem Zuschauer übrigens, und Leute, Trimax hier, der dich gleich auf die Kamera in die Hand nimmt und mich filmt. Aber erstmal würde ich, dass du reinbeißt. Aber bevor ihr jetzt erfahrt, wie der Döner schmeckt, gibt es einen kurzen Reminder, dass ihr mit dem Code Franklin bei Gymshark immer 10% sparen könnt. Denn auch viele T-Shirts in diesem Video oder generell sind von Gymshark. Und es ging erst vor kurzem neue Oversized Pieces raus, wo ich weiß, dass viele von euch darauf Bock haben. Vielleicht nicht ganz so Bock wie auf den Döner, aber auch Bock. Den Link zur Website findet ihr in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch das Shirt, das ich gerade trage. Und unter anderem auch extrem geile Heavyweight-Zipper. Ich muss sagen, die schauen schon ziemlich fresh im oder außerhalb vom Gym aus. Auch verschiedene Oversized-Joggers sind am Start. Und mit dem Code Franklin kriegt ihr immer 10% Rabatt dort. Spart Geld und unterstützt mich damit gleichzeitig. Kuss geht raus. Und jetzt findet ihr mal raus, wie der Döner schmeckt. Was wird er sagen? Wird er schmecken? Wird er nicht schmecken? Ist er ein Mensch, der nach einem Bissen schon eine Meinung sagen kann? Geisteskrank. Ach du Scheiße. Das war das Warten wert auf jeden Fall. So, ja. Dieses Fleisch ist, es geht im Mund. So. Da war nur Gemüse in den Bissen. Der Bissen war geiler. Reiß mal so für euch auseinander. Boah, tausendmal geiler als der Dürüm, Alter. Das Brot ist so schön dünn und hier kann man schön, also das, die erste Bissen viel zu viel Gemüse. Wenn das Verhältnis gut stimmt, ist das ein richtiger Schmackofatz. Ich lasse mir den schmecken und gebe euch gleich eine Review. Ich vergesse jetzt gerade in dem Moment voll, dass ich seit 29 Tagen nur Döner esse, Digga. Ich hab's voll vergessen. Ich merke das gerade so richtig so, einfach gerade voll das Geschmackserlebnis und ich esse seit 1. September nur Döner. Perfekt. Bissen für Bissen habe ich diese Köstlichkeit genossen. Und ehe ich mich versehen konnte, hatte ich ihn auch schon aufgegessen. Und dann ist es soweit und wir haben den letzten Tag des Dönertons. Ich befinde mich immer noch in Frankfurt und musste das Geschehnis von gestern mit den
den Döner erstmal sacken lassen. Ich muss sagen, es ist wirklich ein richtiges Brett und er schmeckt unnormal geil. Ob es jetzt der beste Döner Deutschlands ist, kann man so pauschal gar nicht sagen eigentlich, weil der war jetzt eher so türkisch. Es gibt ja auch noch so welche, wie ich jetzt in den Videos ganz häufig gegessen habe, die eher so mit vielen Gewürzen und deutsch sind, und das ist auch immer Geschmackssache. Ich würde dem Döner aber safe einen 9 von 10 oder sowas geben. Wenn ihr in der Gegend seid, müsst ihr den unbedingt mal probieren. Der Döner-Teller war am geilsten, weil man dort einfach dieses Verhältnis Fleisch und Gemüse am besten bestimmen kann. Der Dürüm war leider ziemlich trocken ohne Soße und viel zu viel Gemüse, viel zu viel Brot, zu wenig Fleisch. Und der Döner im Brot hat mir richtig gut gefallen. Da fand ich das Brot sogar besser als bei Fair. Im Gesamten finde ich aber zum Beispiel Fair hat in Wien immer noch besser. Da ist das Fleisch noch mal ein bisschen geiler. Und der Döner-Teller dort ist noch nicer. In erster Linie besticht dort eigentlich noch mehr das Fleisch. Hier auf der anderen Straßenseite befindet sich jetzt Tonbul Döner. Das war lange Zeit der beste Döner Deutschlands und er soll ziemlich nachgelassen haben. Bevor ich Frankfurt verlasse, möchte ich den natürlich auch noch probieren. So, ich befinde mich jetzt hier in einem Hinterhof, um den in Ruhe zu testen. Ich muss sagen, also der kostet 10 Euro. Das ist richtig, richtig viel Geld. Ich habe jetzt für den Döner und den Ayran 13 Euro gezahlt. Das ist übrigens noch ein Kritikpunkt gestern an dem Döner gewesen. Ich fand diesen Döner-Teller richtig teuer mit 16 Euro, glaube ich. Bisschen günstiger wäre schon nice, aber ich weiß auch nicht, wie die Kostenstruktur dahinter ist. Und von einem wäre ich dort aber auf jeden Fall nicht satt geworden. Mir haben gerade mal die 3 gereicht, damit ich einigermaßen befriedigt war. Hier weiß ich auch nicht, ob ich jetzt einen Influencer-Bonus bekommen habe oder so. Ich habe nichts von YouTube erwähnt, versucht die Kamera ein bisschen zu verstecken. Mhm. Mhm. Ganz anderes Brot, fast schon so Ciabatta ähnlich. Mhm. Okay, also bis jetzt passiert da nicht viel in meinem Kopf. Hier könnt ihr das mal so ein kleines bisschen im Querschnitt sehen. Das Fleisch sieht fast schon ein bisschen trocken aus. Schmeckt nicht schlecht, aber ich frag mich jetzt gerade, wie der beste Döner Deutschlands sein konnte. Holler hat ihm in seinem letzten Ranking eine 5,0 gegeben, mit dem habe ich auch gerade telefoniert. Er meinte, der hat halt heftig nachgelassen. Das habe ich von allen gehört, die über den Döner gesprochen haben. Einer der letzten Döner dieses Experiments wird jetzt noch verdrückt. In dem Fall kam es dann doch nicht nur auf die Größe drauf an. Denn ich habe es nicht mal geschafft, den kompletten Döner aufzuessen, weil er einfach wirklich, glaube ich, sogar der salzigste Döner während des kompletten Monats war. Das Fleisch hat keinen Geschmack gehabt, das Brot fand ich jetzt auch nicht so geil. Und es hat eigentlich nur nach ein bisschen Soße, Gemüse und Salz geschmeckt. Also es war zwar ein Riesending und für 10 Euro so gesehen dann irgendwie auch ganz okay, aber auch nicht super preislich gut, geschmacklich aber echt ein Flop. Im Großen und Ganzen dann aber doch eine Enttäuschung, so in etwa wie ein Elektroauto auf Langstrecke. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr mit einem Tesla auf der Autobahn fahren. Eigentlich hätte ich jetzt noch ein Boxtraining, weil ich aber grandioserweise beschlossen habe, nach Frankfurt zu fahren, um den besten Döner Deutschlands zu essen. Und die Rückfahrt anstatt 5 jetzt 9 Stunden dauert, weil ich im Stau stand, fällt das ins Wasser. Was aber nicht ins Wasser fällt. Seid ihr, denn ihr habt noch einen Daumen da gelassen und ein Abo auf dem Kanal. Und wir schauen jetzt beim letzten Döner des Monats vorbei. Der letzte Döner des Monats. Ja, Mann! Geil! Nach 9 Stunden Fahrt war ich in München angekommen und entschloss mich in einem Ort, wo wir vor ein paar Jahren lebten, um dort diesen epischen Dönertonnen zu beenden. Ich nehme einmal, so wie immer, wie damals, einen Döner mit allem einfach. Einen Döner mit allem. Ja, Mann. Der letzte Döner des Monats, Leute. Bei dieser Dönerbude, wo ich mich jetzt hier gerade befinde, habe ich vor 4 Jahren gewohnt. Und das gibt mir auch krasse Flashbacks. Mit den Umzügen immer, wie sich das alles auf Social Media hier weiterentwickelt hat. Also den Döner esse ich und stoße nochmal auf euch an. Und ich muss sagen, es ist nicht wie bei dem McDonald's-Experiment, dass ich jetzt über die Zeit hier mehr Bock auf Döner bekommen habe, sondern mir reicht es jetzt auch tatsächlich. Aber die schmecken halt auch nicht schlecht. Also ich habe natürlich überhaupt keinen Bock mehr auf Döner. Und das finde ich interessant, weil bei dem McDonald's-Experiment war es ja so, dass ich einfach am Ende so richtig süchtig nach den Sachen geworden bin. Und hier kann ich zwar noch essen und den werde ich auch essen, aber das ist dann auch der letzte Döner für eine sehr lange Zeit. Und was ihr natürlich wissen wollt ist, was hat mich der ganze Monat gekostet? Ich habe jeden einzelnen Döner mitgeschrieben und Kassensturz gemacht. Insgesamt habe ich in den 30 Tagen 103 Döner gegessen. Und der komplette Dönerton hat mich 733,30 € nur für die Döner gekostet. Besonders der beste Döner Deutschlands oder auch der teuerste Döner Deutschlands haben diese Summe extrem nach oben gerissen. Was ich auch daran sehen konnte, dass ich in Woche 3 fast doppelt so viel Geld ausgegeben habe wie in Woche 1. Man kann also sagen, es war jetzt nicht wirklich ein günstiger Monat. Bitte deswegen lasst 50.000 Daumen nach oben auf dem Video da, damit ich irgendwie über die Runden komme und das Ganze hier irgendwie zahlen kann. Aber ihr wollt natürlich nicht nur wissen, was ich gezahlt habe, sondern auch, was ich auf die Rippen draufgepackt habe. 1. Oktober, der erste Tag nach dem Experiment. Ich steige auf die Waage. Und 30 Tage zuvor hatte ich ein Gewicht von 92,9 Kilo. Und jetzt, einen Monat später, zeigte mir die Waage
94,3. Ich habe also 1,4 Kilo zugenommen und das in nur einem Monat. Und das Gewicht habe ich auch wirklich zugelegt, das sind keine Wassereinlagerungen oder so, weil ich jetzt, 3 Wochen später, immer noch so viel wiege. Würde das Ganze so weitergehen und ich ziehe das ein Jahr durch, würden bei mir knapp 17 Kilo draufkommen. Das zeigt schon ganz gut, wie viel Kalorien so ein Döner eigentlich hat. Und ich habe so im Schnitt 3,4 davon am Tag gegessen. Das sind halt dann auch mal 3.000 bis 4.000 Kalorien. Das haben wir also alles abgeklärt. Und nun geht's für mich final zum Arzt und wir schauen uns die Nachher-Blutwerte an. Ganz kurz, man muss noch dazu sagen, ich habe 6 Tage vor den Vorher-Blutwerten eine 10.000 Kalorien-Challenge mit Max gedreht. Da wurde ordentlich reingehauen und das hat vielleicht ein bisschen die Vorher-Blutwerte ins Negative gezogen. Was wir aber deutlich sehen, ist, dass sich zum Beispiel die Kreatinkinase verändert hat bei dir. Das ist ein starker Entzündungswert. Du hattest vorher um die 100, jetzt hast du um die 450. Nachfolgend erklärt mir Timo, dass sich dieser Wert sehr wahrscheinlich aufgrund des intensiven Boxtrainings vervierfacht hat und im Endeffekt bedeutet, dass in meinen Muskeln eine Menge passiert und diese maximal gereizt werden. Ein Wert, der vorher nicht schon optimal war, war mein Cholesterinspiegel, besonders das LDL. Und hier gab es eine interessante Wende. So, dein LDL war so um die 140, jetzt ist es tatsächlich niedriger als vorher. Das heißt, wir sind jetzt bei 130. Kann auch sein, dass da wieder dieses Thema Ausdauer einen positiven Benefit auf deine Blutwerte langfristig einfach hat. Vorher Werte 140, nachher Werte 130. Ich sollte aber generell unter 100 und Ausdauersport hilft da aber natürlich. Ja, plus absolut. Gesunde Ernährung. Als nächstes haben wir uns unter anderem die Schilddrüsenhormone, welche extrem wichtig sind, angeschaut. Und auch hier gab es eine interessante Wendung. Das Thema Ausdauersport, die Schilddrüsenwerte sind auf jeden Fall schöner geworden als vorher. Krass. Das freie T3 ist höher als es vorher war und das TSH ist deutlich runtergegangen. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, ja. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass das, was du jetzt gerade machst, auf jeden Fall einen Benefit zeigt. Ob das jetzt am Essen lag, wahrscheinlich eher am Sport. Und jetzt das Letzte, und das ist, würde ich sagen, eigentlich mit das Spannendste, das sind so die Hormone. Aber auch hier muss man sagen, wir reden über minimale Veränderungen, aber wir sehen, dass sich schon alles in eine gewisse Richtung entwickelt. Wir sehen zum Beispiel, Progesteron ist runtergegangen, Testosteron ist runtergegangen. Vergesst natürlich nicht, dass das Ganze eine absolute Momentaufnahme ist und wir hier auch ganz genau auf Veränderungen schauen. Viele Sachen davon würde man im Alltag nicht merken. Zum Schluss kommen wir aber nun zum gravierendsten Unterschied. Was sich aber wirklich signifikant verändert hat, und ich meine wirklich signifikant, ist das Cortisol, also das Stresshormon. Das war vorher bei 10 und jetzt ist es bei 22. Also vorher war es viel zu niedrig und jetzt ist es eigentlich schon zu hoch. Ja? Also da muss man sagen, war das der Döner? Ah, wahrscheinlich eher nicht, sondern okay. Ich würde eher sagen, das ist die völlig andere Sportbelastung, die dich wahrscheinlich sehr stresst, was aber per se überhaupt nicht schlecht ist. Ne? Stresshormon muss man nicht immer mit irgendwas Negativem assoziieren. Das ist das Ding, ich habe halt während dem kompletten Monat auch keine einzigen wirklichen Negativfolgen, abgesehen von dem vielen Salz, was in dem Döner drin ist, dass ich immer Durst hatte, was ich aber auch teilweise im Training wieder ausgeschwitzt habe, keine Negativfolgen gemerkt. Beim McDonald's-Experiment letztes Jahr ging es mir psychisch richtig schlecht. Ich war energielos, ich habe Pickel bekommen ohne Ende, Augenringe. Und das hatte ich halt diesen Monat einfach gar nicht. Also ich hätte keinen Bock mehr auf Döner, ist klar, aber man zieht es natürlich durch. Und irgendwie hat das auch viel mehr gesättigt und mehr Energie gegeben. Ich hatte andauernd weiterhin Power im Training. Nicht gedacht, dass es so sein wird, dass sich so wenig ändern wird, aber ja, ich habe auch keine große Änderung gemerkt, ehrlich gesagt. Ich würde das jetzt trotzdem nicht empfehlen, jetzt irgendwie für Monate zu machen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste für eine Form von beiden Experimenten, die wir jetzt gemacht haben, würde ich auf jeden Fall eher zu dem Döner-Experiment tendieren. Mhm. Alleine schon wegen dem Anteil an Gemüse. Und das ist ja, glaube ich, auch was dich eben geflasht hat, dass du trotz dieser einseitigen Ernährung einfach dreimal so viel Gemüse isst, wie der Otto-Normalverbraucher. Hätte ich nie im Leben gedacht, ehrlich gesagt. Danke für die Auswertung. Wenn ihr mehr von Timo sehen möchtet, ich verlinke euch seinen Videokanal in der Videobeschreibung. Und natürlich auch sein Buch. Er hat auch ein Buch zu Blutwerten geschrieben. Wie hat sich aber meine Form verändert? Und hierfür vergleichen wir einmal die Vorher- mit der Nachher-Form. Links bin ich vorher, rechts bin ich nachher. Und in der Bewegung sieht man jetzt schon mal einen nicht allzu krassen Unterschied. Zu den genauen Maßen in Zentimetern kommen wir gleich. Aber auch wenn ich mich hier so seitlich drehe mit etwa gleichem Licht, kann man höchstens hier an der Rückenansicht einen kleinen Unterschied erkennen, weil ich finde, dass ich hier an der Taille ein kleines bisschen schmaler geworden bin im Vergleich zu hier. Hier sieht es ein bisschen bulliger und fleischiger aus. Kann sein, dass ich hier eine Mischung aus Fett und Muskeln verloren habe. Allerdings frage ich mich dann, wo das Gewicht dazugekommen ist. Die Arme schauen mir in der Aufnahme ein kleines bisschen definierter aus, genauso wie der Nacken. Wenn man sich jetzt hier weiter dreht, fällt einem vielleicht ein bisschen auf, dass die Arme ein kleines bisschen schmaler sind. Und in der Ansicht von vorne sieht man eigentlich den Unterschied am meisten. Ich finde, dass an der Brust ein kleines bisschen was weggegangen ist. Es schaut nicht mehr so voluminös aus, aber zweifelsfrei sehen wir hier einen Unterschied am Bauch. Es schaut sogar ein kleines bisschen irgendwie definierter aus als davor. Schultern und Arme sind etwa gleich, wobei man hier vor allen Dingen
Dingen an der Schulterpartie im Vergleich zu der weniger Masse sieht. Also da war mehr Muskulatur dran. Und dann kommen wir zur letzten Pose, und zwar dem Double Biceps. Und hier spanne ich einmal meinen Bauch an und jetzt gerade in dem Standbild nicht. Ich finde, hier kann man ziemlich klar erkennen, dass ein bisschen Definition an den Armen rausgegangen dafür, ist. Dafür, dass ich fast einen Monat gar keinen Kraftsport gemacht habe, nicht so viel getan hat und ein bisschen was ist hier am Rücken an Masse abgefallen. Den größten Unterschied sehe ich persönlich aber bei den Beinen. Schaut euch einfach mal nur hier meinen linken Beinstrecker im Vergleich zum linken Beinstrecker hier an. Ich versuche in beiden Seiten es anzuspannen und man sieht hier einfach, sieht das Ganze viel, viel mehr raus. Ja, das ist die Frage, ob sich halt das auch in den Zentimetern zeigt. Am linken Arm habe ich einen halben Zentimeter an Umfang dazu gewonnen. Mein Bauch wurde an der dicksten Stelle gemessen und ist um 1,5 cm schmaler geworden. Mein Brustumfang ist um ein halbes Zentimeter schmaler geworden. Mein Schulterumfang ist um 1 cm schmaler geworden. Genauso wie mein Oberschenkelumfang auch 1 cm schmaler geworden ist. Die Waden sind genau gleich klein geblieben. Meine Proportionen haben sich also so ein kleines bisschen verschoben. Ihr könnt überlegen, welche Länge von dem Körperteil ich euch nicht gesagt habe und wo der Unterschied und die Kilos dazugekommen sind. Überlegt am besten mal selber. Ich habe mich einen Monat von Döner ernährt und ihr konntet jetzt sehen, was mein Körper gemacht hat. Nicht so viel, wie viele gedacht haben. Und auch ich muss sagen, dass dieser Monat zwar sehr eintönig war, aber körperlich ging es mir eigentlich relativ gut. Ein Typ in Großbritannien hat das auch gemacht und dem ging es katastrophal. Weiß ich gar nicht, vielleicht sind die Döner da nochmal anders. Wenn man also weiterhin Sport macht, genug schläft und sowas, kann man das Ganze relativ gut kompensieren. Und ich kann euch sagen, mir ging es tausendmal besser im Vergleich zu dem McDonald's-Experiment letztes Jahr. Wenn ihr also die Wahl habt, ob ihr zu McDonald's geht oder euch einen Döner holt, dann entscheidet euch lieber für den Döner, weil danach wird es euch wahrscheinlich besser gehen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für den Support auf die Videos. Wenn ihr jetzt sehen möchtet, was ich an den ersten beiden Tagen nach dem Experiment mir reingehauen habe, dann schaut euch gerne das Video an, was euch gleich angezeigt wird. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder, Leute. Bis dann, over and out. Ciao. Ob das eine gute Idee ist?